Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Top 10 Video. Beste Waffe der Welt. Vielen Dank an unseren Sponsor. Skin Baron, ihr kennt die Seite ja, Trustworthy, einfach drauf, kaufen, verkaufen, bum. Und von den Barönchen haben wir ja auch wieder ein neues Knifflchen für den Livestream, ne? Ist übrigens auch wieder heute, ne? 18 Uhr geht's los, Livestream, Low Game und danach 99 Damage, Ligaspiel. Könnte spannend werden, kommt dran. Wir fangen nun an, Platz Nummer 10, da liegt die Ziggy. Ja, der Preis sieht wie folgt aus. Man kommt, wenn man unbedingt eine haben will, ja, recht günstig dran. Platz Nummer 9 aus der North Collection und zwar die Forest Borre. Der Borre ist unter den XM1014s. Sieht ganz hübsch aus, ist ein bisschen farblos, finde ich, aber sonst kann man die schon mal nehmen. Ne? Und jetzt guckt ihr mal den Preis an. Das hab ich. Die Black Tie liegt auf dem Platz Nummer 8. Kommt hier vorne so ein bisschen eine Dragon Lore raus. Ja, ja. Die sieht cool aus und kostet auch dementsprechend eher... cool. Factory New 8,35 Euro mit StatTrack, hier in FN ohne StatTrack 1,64. Ihr seht die Angebote ja selbst. Ja, oder? Also wenn man da richtig versessen drauf ist, eine zu haben, dann kann man sich diesen Wunsch erfüllen. Der 7. Platz ist belegt von der Seasons. War die schon immer so dunkel hier? Ja, okay, weil ich die oft hatte. Wenn ich sie hatte, dann die hier. Die hat keinen, nicht so viel schwarz. Ja, also die Seasons, 7. Platz. Unglaublich, dass es trotzdem noch so hoch ist. Sind das dann auch die mit dem blauen Ding drauf? Weiß jemand auswendig, was dieses blaue Blatt da drauf für ein Plus gibt? Von wie viel Cent oder Euro? Oxid Blaze auf dem 6. Platz war zu erwarten. Schönes Teil. Mir gefallen verrostete Skins, das wisst ihr. Und natürlich ist auch dieser Smiley ein schönes Schmankerl. Hier liegen wir jetzt mal richtig schön niedrig, wie man es auch erwartet eigentlich für die XMs, oder? Also, ja, 7 Cent fast durch die Bank weg. Also hier unten wird es dann so ein bisschen, ja, mehr. Aber halt auch nicht viel. Platz Nummer 5 für Rotliebhaber natürlich was ganz Besonderes, die Heaven Guard. Avantgardische Kunst auf ihrem Hoch. Geht, ne? Durchwachsen. Der Preis, bisschen durchwachsen. Steady Tracky reißt natürlich, so wie bei allem eigentlich, ne, was raus. Ja, geht. Jetzt guck dir mal die Teglu-Burner an. 4. Platz, Feuer und ein bisschen Gras. Aber dafür ohne Smiley. Die Kosten bringen mich jetzt auch nicht zum Smilen, denn ich würde nie im Leben sowas kaufen für 1,30 Euro. Seid ihr verrückt? 19,67 Euro. In FL mit Steady. Ich würde sagen, bester Preis für den Teglu-Burner. 25 Cent. StatTrack 35. Und jetzt aufgewacht, meine Damen und Herren. Die vorderen drei Plätze kommen. Was steht da wohl? Habt ihr vielleicht eine Top-Liste hier? Oder sagt ihr euch XM? Gibt's die überhaupt in Counter-Strike? Platz Nummer 3. Bone Machine. Die habe ich das letzte Mal gesehen, als ich das letzte Top 10 gemacht habe. Die ist mir wieder voll aus dem Kopf geflogen, glaube ich. Richtig geiles Ding. Schönes Farbenspiel. Totenköpfe drauf. Was will ich mehr? Na gut, ich hätte gern, dass sie günstiger ist. Aber sonst will ich nicht mehr. 4,84, 4,50. Ah, sogar in Gold, in Souvenir. 40 Euro. Lecky Schmecker. 90 Euro. Holla, die Waldfee. Boah, oder? Boah. Tranquility auf dem 2. Platz. Guck mal. Oh, die Bäumchen, oder? Hier ist keine Frau. Aber hier. Ist das dieselbe Frau wie auf der anderen Schrotflinte, die... Wer ist das? Serenity oder sowas? Ich glaube schon, nur anders. Die finanzielle Anlage im Überblick. Und wenn jetzt diese ganzen Skins schon dran kamen, was ist auf dem 1. Platz? Eine Teglu-Burner, die aufgefressen wird von einem Alligator-Sweet. In Senegator, meine Damen und Herren. Flammenspeiender, grüner Bock. Boom, bam, bop, pow. Oh! Das ist echt eine Anspielung auf, ihr wisst schon, krass. Ja, der Preis. Komplett nice, oder? Für den 1. Platz. Dann werde ich es mal wieder packen, denn ich mache jetzt dann gleich den Stream an. 18 Uhr geht's wie gesagt los. Und heute ist 99. Ich gucke, dass ich mir vielleicht noch ein, zwei Smokes angucke, die ich eigentlich noch lernen sollte bis dahin. Also, ich beeile mich. Bis gleich!